Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Sonntag mit einem sehr spannenden Thema, das sich bei mir aus einer Frage heraus gebildet hat. Ich fand es einfach wichtig, dieses Thema nicht nur als eine Frage zu beantworten, sondern direkt hier mit euch allen zu teilen, mit dir zu teilen. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich denke, das wird dir auf jeden Fall zum Segen sein, falls du insbesondere auch wirklich dieselbe Frage dir schon mal gestellt hast. Ich habe mir diese Frage sehr oft in meinem Leben gestellt, aber auch sehr oft eine schwammige Antwort darauf gehabt, beziehungsweise keine Antwort darauf gehabt. Und deswegen finde ich tatsächlich sehr wichtig, dass man sich einfach die Zeit nimmt, einmal über diese Frage mehr zu sprechen. Und wie gesagt, ich lade dich dazu auch ein, dass du Fragen oder Diskussionen oder deine Vorschläge natürlich auch mitteilst, kommentierst. Es ist wichtig, es ist wichtig, also es ist für mich wichtig, auch durch diese Fragen oder durch diese Gemeinschaft zu wachsen. Das Thema für heute heißt: Reden in Zungen hat es einen Sinn. Reden in Zungen hat es einen Sinn. Es ist ein spannendes Thema, allein deswegen, weil wir in einer Zeit leben, in der es für uns durchaus sehr wichtig ist, eine Orientierung in dieser Zeit zu bekommen. Und wir leben in einer Zeit, wo jeder tatsächlich Zugang hat. Ich finde, dass eine Zeit der Freiheit auch aus der biblischen Perspektive im Kommen ist, dass wir nicht mehr uns darauf festlegen, irgendeine Glaubensgemeinschaft zu leben, sondern Jesus Christus zu leben. Und deswegen müssen wir diese Fragen offen und ehrlich beantworten können. Gemeinschaft ist für mich in der Kirche oder in unserer Versammlung, wie man es auch nennen soll, unter den Menschen, die ich mag, die ich gerne habe, mit denen ich zusammen mein Leben gestalten kann. Das ist für mich Gemeinschaft. Es gibt viele unterschiedliche Orte der Gemeinschaft. Aber was die Lehre anbetrifft oder was Jesus Christus anbetrifft, so finde ich, dass wir tatsächlich an der Zeit sind, zu dem Verursacher oder zu der Quelle selbst gehen zu können. Und das ist mein Anliegen. Es nicht jetzt irgendwas oder irgendjemandem zu erklären oder irgendwas von sich aus herauszugeben, sondern eigentlich in dir ein paar Gedanken zu wecken. Ja, und das ist ein wichtiger Bestandteil, auch gerade darüber jetzt zu sprechen, was wir jetzt gerade hier auf dem Bildschirm haben. Reden in Zungen hat es einen Sinn. Es gibt da sehr viele Meinungen zu diesem Thema, würde ich mal so sagen. Die einen sagen, das hat überhaupt keinen Sinn, die anderen sagen nur das und alles andere überhaupt gar nicht. Das heißt, es gibt Extreme, es gibt Mittelding dazwischen. Aber was sagt die Bibel darüber? Ja, und das ist für mich so ein Kern. Einfach mal unvoreingenommen, möglichst unvoreingenommen dieses Thema zu beachten. Natürlich habe ich da was verstanden und ich werde das darüber was erzählen, was ich verstanden habe. Es muss aber nicht deine Meinung widerspiegeln. Aber vielleicht hast du Fragen, die dir da gerade dieses Mal eine Antwort liefern oder halt deine Meinung irgendwo bestärken oder vielleicht dir irgendwo helfen, eine Antwort auf deine Fragen zu finden. Ich würde mich deswegen glücklich schätzen, wenn ich dir heute dabei helfen kann. Wir gehen zu der Frage allgemein, die mir gestellt worden ist. Und ich lese mal die Frage uns einmal vor. Wie gesagt, wie es aussieht, ist die Frage etwas länger. Die besteht genau genommen aus 5 Punkten, die ich jetzt einfach zu 5 Punkten zusammengefasst habe. Und ich werde dieses Thema heute nicht Frage für Frage beantworten, sondern ich werde einfach jetzt diese Fragen vorlesen. Dann werde ich dieses Thema behandeln. Und am Ende gehe ich noch einmal
auf die Fragen drauf ein. Aber weil wir die Fragen jetzt vorgelesen haben, werde ich immer wieder mal einzelne Details dieser Frage behandeln oder halt in dem Vortrag erwähnen. Die Frage lautet, oder diese Unterpunkte: Wenn ich heute in Zungen bete, soll es zur Erbauung für mich selber gelten? Oder welchen Sinn hat es dann, weil man ja nicht versteht, was man gerade sagt? Ich denke mal, eine berechtigte und offene, ehrliche Frage. Das gerade, was ich so mag. Wenn man einfach ganz locker und direkt fragt. Auf direkte Antwort müssen wir in der Lage sein, eine direkte Antwort zu geben. Die zweite Frage: Menschen, die in Zungen reden oder beten, können meistens nicht sagen, was sie gerade gesagt haben. Also im Grunde genommen wird hier festgestellt, dass oft die Menschen, die jetzt gerade was gesprochen haben, nicht in der Lage sind zu übersetzen. Ja? Wie gesagt, ich kommentiere hier nicht viel. Ja? Ich werde Bibelstellen erwähnen und so weiter und dann wieder zu den Fragen zurückkommen. Ist das denn so? Muss das sein oder muss es nicht sein, dass die Menschen zum Beispiel auch gerade das, was sie gebetet haben, in der Lage sind zu erfassen? Frage Nummer 3 oder Punkt Nummer 3. Gott könnte doch direkt mit dem Heiligen Geist reden. Er bräuchte mich dazu nicht als Medium oder Filter. Also, wie sieht es denn aus mit Gott? Ja, warum gebraucht er eigentlich mich dafür, wenn er ja eigentlich, wenn er den Heiligen Geist hat in mir, könnte er direkt auf der geistlichen Ebene mit dem Heiligen Geist kommunizieren? Punkt 4. Wenn du in Zungen betest, ist das immer dasselbe Wort? Die meisten Betenden, die ich beobachtet habe, sprechen maximal einen halben Satz aus. Dieser wiederholt sich dann immer und immer wieder. Bei manchen ist es wiederum sogar nur ein Wort. So hört es sich zumindest an. Ist der Wortschatz tatsächlich so begrenzt oder geht es hierbei nur um die Gefühlsebene, die diese Person quasi dann in diesem Moment mit erreicht oder für sich aufbaut? Also auch hier wirklich sehr viele Fragen eigentlich in einer Frage zusammengefasst oder halt wirklich ein riesen Fragezeichen, den ich jetzt mir einfach so vorstelle. Ja? Eine Person, die auf der Suche ist, die ehrlich hinterfragt, ja, die kein Schauspiel betreiben möchte. Das sind die Fragen, die bei so einer Person aufwachen. Ich finde das so super, dass es sowas gibt, weil viele Personen, die glauben einfach irgendwas, was man erzählt. Und ich finde, wir müssen in der Lage sein, tatsächlich eine Antwort auf unseren Glauben liefern zu können. Nicht wahr? Also das, ich muss eine Überzeugung abgeben können. Und wenn ich das nicht kann, dann weiß ich nicht, woran ich glaube. Versteht ihr? Deswegen eine sehr wichtige Frage. Und der Punkt, der fünfte Punkt: Wenn du nicht verstehst, was du gerade sagst, woher weißt du, welche Quelle du gerade angezapft hast? Auch genauso dasselbe, also wie gesagt, diese Person, die die Frage stellt, hat wirklich wahrscheinlich mit den Menschen, so nehme ich es an, gesprochen. Verstehst du da, was du gerade gebetest, oder ist es dir klar, was du aussprichst? Und wahrscheinlich hat er dann gehört, nee, muss ich gar nicht und so weiter. Und das ist natürlich dann stutzig, ja okay, was erzähle ich denn da? Ja, ich denke mal, es ist auch eine berechtigte Frage, wenn ich jetzt mit einer Person sprechen würde, die mich so beten würde, die das erste Mal vielleicht so ein Gebet überhaupt anhört, könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Person denkt, ja, okay, ist er noch ganz bei Sinnen, ja? Also, wir sehen wirklich sehr interessante Fragen, sehr gute Fragen, die wir hier vor uns haben. Und wie gesagt, meine Absicht war in diesem Moment wirklich erstmal ein Fundament aufzubauen. So würde ich es mal vorstellen, ja, dass ich einfach mal anhand bei Bibelstellen erstmal beschreibe, wie ich die Zungensprache verstehe oder wie sich
dieses Phänomen aus der Bibel für mich geöffnet hat. Und dann werden wir tatsächlich noch einmal zurückkehren und diese Fragen noch mal gemeinsam betrachten. Ich lade dich dazu ein, eine Bibelstelle zu lesen aus Markus Kapitel 16, Verse 17 und 18. Hier habe ich noch angefügt, dass man diese Erfüllung, zum Teil die Erfüllung dieser Bibelstelle in der Apostelgeschichte Kapitel 19, Verse 11 bis 12 sehr gut wiederfindet. Diese Bibelstelle werde ich auch nachher später lesen. Bevor ich diese Bibelstelle lese, möchte ich auch erstmal geschichtlich oder, wie soll ich das nennen, noch dazu was anmerken, was es nicht unwichtig ist zu wissen. Man behauptet oder es gibt Angaben, es gibt Deutungen, dass diese Bibelstelle ursprünglich nicht in dem Urtext stand, sondern später hinzugefügt wurde. Und deswegen warnt man quasi darauf, etwas aufzubauen. Andersrum muss ich auch hier wiederum sagen, es ist auch die einzigste Bibelstelle, wo Jesus direkt quasi sagt, dass man hier in neuen Zungen reden wird. Und wiederum muss ich sagen, aber dass im Alten Testament schon Ergänzungen gab, die diese Bibelstelle auch erwähnen, oder nicht diese Bibelstelle, sondern die Zungenrede erwähnen, dass diese in diese Welt kommen werden. Das heißt, wir haben eine Bibelstelle vor uns, die nicht ganz einfach ist. Aber ich bin fester Überzeugung, dass diese Bibelstelle auf jeden Fall zu Markus Evangelium gehört. Und ich bin fester Überzeugung, dass diese Worte Jesus gesagt hat. Deswegen leite ich diese Bibelstelle auch für mich als wichtige Bibelstelle immer wieder für meine Lehre, für mein Bibelverständnis natürlich ein. Vers 17 und 18 aus Markus Kapitel 16. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Zu Beginn möchte ich hier etwas erwähnen. Ich habe das Wort Zungen oder Sprachen in allen Bibelstellen, die ich jetzt erwähnen werde, rot markiert. Das ist unser Thema heute, Reden in Zungen. Und deswegen möchte ich das hervorheben, damit man sofort diesen roten Faden quasi so ein bisschen mitverfolgen kann. Was mir aber wichtig ist in dieser Bibelstelle, ich habe jetzt hier auch ein paar Begriffe hervorgehoben, markiert. Und zwar, Jesus sagt hier, Menschen, die mich folgen, Menschen, die an mir glauben, die an mich glauben oder mir folgen, so rum, werden bestimmte Zeichen verfolgen oder diese Zeichen werden diesen Menschen folgen. Das heißt, es ist eine Zusage, die Jesus hier ausspricht. Er sagt, wenn du mir nachfolgst, wenn du mir glaubst und in meinem Glauben handelst, dann werden sie diese fünf Dinge folgen. Die werden dein Begleiter sein. Und das ist stark. Versteht ihr, das ist für mich extrem wichtig, ja, wenn ich jetzt darüber spreche, was Gott eigentlich mit mir vorhat. Ja, das ist wichtig für mich. Wenn ich jetzt irgendwas im Gottes Namen machen möchte, ist es für mich wichtig, dass ich weiß, wer hinter mir steht. Versteht ihr? Also es ist eine Garantie, es ist wie so ein Ausweis, würde ich mal behaupten, ja, also ein Vollmachtschreiben, der gehört zu mir und du erkennst es an diesen Dingen, okay, also wichtig, also sie werden Dämonen austreiben, sie werden in neuen Zungen reden, sie werden Schlangen mit Händen hochheben, es gibt tatsächlich wieder
extreme Menschen, die gerade hier ausweichen und wirklich Gottesdienste zelebrieren, wo sie mit der Schlange rumfauchten hin und her. Es gibt die krassesten Dinge. Das meine ich damit nicht. Ja? Aber wir sehen ein konkretes Beispiel mit Paulus. Ja? Er wurde gebissen und alle haben gedacht, okay, selbst hier holt ihn die Strafe ab. Und dann merken die, dass dieses Gift ihm nichts anhaben kann. Okay? Sie werden etwas Tödliches trinken und es wird ihnen nicht schaden. Und sie werden kranken, die Hände auflegen und es wird mit ihnen gut. Das heißt, sie werden gesund werden. Also 5 Merkmale. Und wir sehen hier so ein bisschen Kategoriewechsel. Ja? Dämonen austreiben, geistliche Kraft, ja, die wir hier sehen, Schlangen, tödliches Gift trinken, wieder etwas, was hier direkt mit unserer physischen Natur zu tun hat, und Krankheit, physische Natur, die wir jetzt hier erstmal primär sehen, natürlich gibt es auch geistliche Krankheit, und etwas sticht hier sogar etwas hervor, nicht wahr? Sie werden in Zungen reden. Das ist auch ein Teil, das quasi als Begleiterscheinung eines Glaubenden sein wird. Das heißt, wenn ich tatsächlich an Jesus glaube, an Gott glaube, sagt Jesus fast, man wird dich daran erkennen, dass du an mich glaubst, weil das ist mein Versprechen. Ich möchte ganz, bevor ich jetzt weiter gehe und das vergesse, in der Bibel gibt es eine Bibelstelle, die sagt, und sie wurden eine neue Kreatur. Und das ist wichtig hier zu verstehen. Zungen reden, aber auch viele andere Dinge, da komme ich nachher noch dazu, bedeutet ein Merkmal der neuen Kreatur zu sein. Und das ist wichtig, weil wir eine Frage gehabt haben, die ich am Ende noch darüber beantworten werde mit diesem Argument. Lass uns eine weitere Bibelstelle anschauen. Das ist in Apostelgeschichte. Also insgesamt werde ich quasi 3 Bibeltexte oder Bibelabschnitte behandeln. Markus habe ich, Apostelgeschichte und den ersten Korintherbrief. Es gibt viele andere Momente, die man natürlich hier mit dazu nehmen müsste, aber das würde einfach den zeitlichen Rahmen sprengen. Apostelgeschichte Kapitel 2. Im Grunde genommen sehen wir, dass hier etwas erfüllt, was Jesus angekündigt hat. Ab Vers 4 lese ich: Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Wie hören wir sie denn jeder in seiner Muttersprache? Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Also wir sehen die Geburt der Gemeinde. Ja, das, was wir jetzt im Mai feiern werden, ja, als der Heilige Geist in diese Welt kommt, passiert etwas Übernatürliches. Ja, sie bekommen den Heiligen Geist, der Heilige Geist kommt auf diese Welt, ja, Jesus schickt es. Und ein Merkmal ist hier sehr interessant. Sie fangen sofort an, in anderen Sprachen zu reden, so wie der Heilige Geist oder wie der Geist ihnen das Ganze eingab. Der eine oder andere wird heute sagen oder wird hier sagen, ich kenne diese Lehren, ich habe mich damit befasst, wird sagen, sicherlich, hier sehen wir ja einen Hinweis in Vers 8, sie hörten und verstanden das, was die Menschen hier gesprochen haben. Amen. Gebe ich vollkommen recht. Aber für mich ist einfach hier eine andere Frage sehr wichtig, die ich mir stelle in erster Hinsicht. Derjenige, der jetzt in diesem Moment gebetet hat, hat er verstanden, was er betet oder nicht? Ich glaube nicht.
Und da stellt sich für mich eine logische Folge, die daraus resultiert. Wenn ich etwas von mir gebe, wenn ich etwas ausspreche, muss ich es verstehen oder nicht, um es aussprechen zu können? Folgerichtig nicht, nicht wahr? Das heißt, diese Menschen, die diese Kraft, den Heiligen Geist bekommen haben, haben einfach den Mund aufgemacht und erstmal angefangen, irgendwelche Laute, irgendwelche Worte auszusprechen, die auf jeden Fall garantiert hier nicht verstanden haben. Nicht wahr? Anders würde das ja nicht funktionieren. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wenn ich jetzt beim gesunden Verstand bin, müsste ich ja folgerichtig sofort das Ganze abbremsen, würde ich zum Beispiel machen, wenn ich einen fremden Menschen vor mir habe, und sagen, okay, alles klar, hört sich crazy an, mache ich nicht. Was denkt er noch über mich, nicht wahr? Was haben die Jünger jetzt in diesem Moment nicht gemacht? Die haben nicht aufgehört, in fremden Sprachen zu reden. Okay? Und das ist für mich so ein Argument, dass ich sage, ich kann mich vollständig darauf verlassen, dass ich im Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist erstmal alles richtig mache. Ja, da war ja eine Frage, könnte es sein, dass ich vielleicht irgendwas anders ausspreche, was vielleicht gegen Jesus Christus ist. Ich werde das nachher nochmal wiederholen, diese Frage. Aber hier sage ich, ich rede durch den Heiligen Geist. Und plötzlich, weil ich ihm diese Möglichkeit gebe, durch mich zu wirken, entsteht ein Wunder, ein neues Wunder, dass die Menschen, die hier tatsächlich anwesend sind, zusätzlich diese Sprachen ganz klar verstehen. Für mich ist dieses Wunder sogar sehr interessant. Also wir sehen hier eine große Menge und man könnte sagen, okay, jeder der Jünger hat, sage ich mal, unterschiedliche Sprachen in diesem Moment gehört. Ja, der eine hat jetzt auf Italienisch, der andere auf Griechisch, der nächste auf Spanisch gesprochen. Ja, und deswegen haben die das gehört. Was ich aber viel mehr vermute, dass die Zuhörer, die Menge, jeden in seiner Sprache gehört hat, dass der Heilige Geist diese Wirkung hatte, einfach jedem seine Sprache zu verstehen. Ja, das heißt, jeder hat verstanden, was jeder der Jünger in diesem Moment gesprochen hat. Er könnte quasi mit der einen Person reden oder zuhören, dann ist er zu der anderen gegangen, zu der dritten und hat sich gewundert, das kann nicht sein, ich höre es in meiner Sprache, dann fragt er den anderen und er sagt, ja, ich höre es in meiner Sprache. Das ist das, wie ich mir dieses Wunder erkläre. Mag sein, das ist vielleicht abgeflacht gewesen, aber ich glaube immer an mehr, was in der Bibel steht. Okay? Deswegen sehen wir, was diese Menschen auch noch gesagt hatten. Die haben die großen Wundertaten Gottes verkündet. Vers 32 und 33 steht weiterhin geschrieben: Diesen Jesus hat Gott auferweckt, das jetzt spricht jetzt Petrus. Das sind wir alle Zeugen. Also er sagt, Gott hat Jesus auferweckt. Und das sind wir alle Zeugen dessen, dass er das gemacht hat. Auch ihr zum Teil. Da waren ja auch Pharisäer und Schriftgelehrten und so weiter und Menschen, die vielleicht Jesus auch lebendig erlebt haben, wo er gepredigt hat. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat, den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Ich habe hier etwas markiert. Er hat gesagt, er hat diesen Geist ausgegossen und ihr könnt es sehen und hören. Das ist eine Tatsache, die hier Petrus ausspricht. Er sagt, er selbst stellt das hier gerade fest, ja, plötzlich hört er den Heiligen Geist durch sich reden.
in Form von Zungensprache, die Petrus vielleicht gar nicht jetzt verstanden hat, aber er spricht jetzt hier klar zu der ganzen Volksmenge, die in der Sprache, die jetzt alle verstanden haben. Okay? Ja, das ist ein interessanter Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 2. Lass uns einen weiteren Abschnitt anschauen in Apostelgeschichte Kapitel 10. Im Vers 45 und 46. Und die gläubigen gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, es ist interessant, die stellen hier etwas fest, nicht wahr? Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Das heißt, die Juden oder die Menschen, die jetzt hier mit Petrus gekommen sind, Juden ist hier als Anmerkung sehr gut, weil die Juden damals immer noch der Meinung hatten, dass sie etwas Besseres sind und dass die Heiden immer noch Heiden sind und dass Jesus nur zu denen gekommen sind. Und plötzlich geht diese Gnade über auf die Heiden. Und die Juden müssen hier feststellen, eine Tatsache, nämlich diese Heiden fangen an, in Zungen zu reden. Das ist für mich ein Argument, wieso ich der Meinung bin, dass der Heilige Geist sich auch mehr oder weniger sogar fast zwangsläufig durch diese Zungensprache offenbart. Was ich hier aber unbedingt sofort klarstellen möchte, ja, es ist nicht, dass wenn ich nicht in Zungensprache bete, keinen Heiligen Geist habe. Okay? Weil es auch hier unterschiedliche Meinungen sind und es gibt Menschen, die komplettes Augenmerk auf die Zungensprache setzen und sagen, Zungensprache ist der Heilige Geist. Nein, definitiv nicht. Wir sehen sogar in dieser Bibelstelle ganz klar, ja, die haben den Heiligen Geist bekommen. Und ein Merkmal, wieso sie das erkannt haben, war die Gabe des Heiligen Geistes, nämlich das Reden in Zungen. Okay? Bedeutet aber nicht, dass man davor keinen Heiligen Geist bekommen hat. Ja? Wir kommen darauf nochmal später noch mehr zu sprechen. Davor lese ich aber eine andere Bibelstelle aus Apostelgeschichte Kapitel 19, ab Vers 5. Als sie, genau genommen Epheser, das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Interessante Begebenheit. Paulus predigt zu den Ephesern. Epheser sagen, wir nehmen Jesus Christus an. Und als Paulus die Hände auflegt, als Versiegelung dafür, dass ein neues Kind zu Gott gekommen ist, wird der Heilige Geist auf diese Menschen ausgegossen. Und sofort in diesem Moment sehen wir sofort diese Parallelerscheinung, dass diese Menschen anfangen, in Zungen zu sprechen. Okay? Sehr interessant. Ich habe ja davor aus Markus Evangelium gelesen und habe gesagt, ich werde oder sogar dort angemerkt, Apostelgeschichte 19, 11 und 12. Als Erfüllung dieses Verses, ja, hier sehen wir sofort auch in dieser im Kapitel 19 auch dieses zweite Merkmal. Einmal hat Jesus gesagt, welche Zeichen werden diese Menschen folgen? Sie werden zum Beispiel Dämonen austreiben und sie werden zum Beispiel in Zungensprachen reden und sie werden zum Beispiel auch etwas anderes tun, nämlich die Kranken heilen. Und Vers 11 und 12 habe ich bewusst hier nochmal mit reingenommen, um einfach diese Erfüllung und die Wichtigkeit von Markus nochmal zu präsentieren, von Markus.
was sich hier erfüllt oder wie dolle, wie sehr Gott oder wie sehr der Heilige Geist wirken kann durch uns. Ja? Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. So hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Also wir sehen hier drei Punkte in diesem Abschnitt Apostelgeschichte Kapitel 19, die sich einfach durch das Wirken von Paulus projizieren oder hervortreten, sichtbar werden, nicht wahr? Also, und sogar in so einer Macht, ja, dass die Kleidungsstücke, die Paulus zuvor getragen hat, berührt hat, dass wenn man diese Kleidungsstücke auf die Kranken aufgelegt hat, musste man nicht aktiv werden. Die waren so voller Energie Gottes, dass Krankheiten gingen und böse Geister ausgefahren sind. Und das ist schon krass, finde ich, wie stark Gott hier wirkt durch den Heiligen Geist. Wir gucken uns die nächste Bibelstelle an. Ich möchte nicht zu viel Zeit einnehmen. In 1. Korinther Kapitel 12, jetzt neuer Abschnitt. 1. Korinther, Apostelgeschichte, haben wir jetzt ein paar Bibelstellen durchgelesen. 1. Korinther Kapitel 12, das sind ein bisschen mehrere Verse. Hier möchte ich auch dazu erwähnen, Kapitel 12, 13, 14, 1. Korintherbrief sind sehr wichtige Abschnitte, und da geht es tatsächlich sehr genau, sehr deutlich und sehr viel um Zungensprache, um Geistesgaben und so weiter und so fort. Im Grunde genommen könnte man hier sagen, hier wird eine Lehre gebildet aus den Erfahrungen, die sich Paulus mittlerweile angesammelt hat oder wo er gehört hat, wie andere diese Erfahrung gemacht haben. Und deswegen formt er das Ganze zu einer vernünftigen Lehre. Und diese Lehre können wir heute in unserem Leben mehr oder weniger anwenden. Besser gesagt, natürlich mehr anwenden als weniger anwenden. Aber es ist eine Lehre, die wir hier schon, also eine Struktur, die wir hier erkennen. Deswegen sind diese drei Kapitel sehr wichtig für uns. Ab Vers 3, darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, ich habe immer wieder so versucht, bestimmte Begriffe zu markieren, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Das heißt, wir haben hier in einem Vers zwei wichtige Wahrheiten. Wir haben ja die Frage noch bestimmt im Hinterkopf, ja? Kann es sein, dass ich aus Versehen zum Beispiel gegen Gott aktiv werde oder nicht aus dem Geist, nicht aus derselben Quelle schöpfe? Und hier gibt Paulus quasi wie so eine Zusicherung. Wahrscheinlich war diese Frage tatsächlich auch damals aktuell. Die Menschen waren auch damals nicht dümmer als wir heute, würde ich mal einfach so behaupten. Ja? Und Paulus sagt ja, niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Das heißt, wenn in mir der Geist Gottes redet, wenn ich den Heiligen Geist empfangen habe, dann werde ich niemals einen anderen Geist in mir haben, der durch mich redet. Ich habe ja schon davor gesagt, wir werden durch die Wiedergeburt eine neue Kreatur. Okay? Und hier gehe ich vielleicht so ein bisschen mehr darauf ein. Es geht um die Persönlichkeit. Da war noch eine weitere Frage. Könnte denn Gott nicht mit dem Heiligen Geist kommunizieren? Ich werde das nachher nochmal zusammenfassen, aber hier ganz kurz. Sicherlich könnte Gott damit kommunizieren, aber du bist eine neue Kreatur, du bist eine neue Persönlichkeit in diesem Moment geworden und Gott möchte mit dir kommunizieren. Ja?
mal anders, durch die Wiedergeburt und durch den Heiligen Geist bist du erst schuldenfrei mit Gott. Das heißt, wir können sagen, okay, ich bete mit Verstand. Für Gott ist sogar viel wichtiger, sich mit deinem Geist zu unterhalten, als mit deinem Verstand. Weil er ja gar nicht dein Leib, dein sündiges Ich sehen möchte oder nicht mal sehen kann durch das Blut Jesu Christi, sondern er sieht nur deine geistliche Persönlichkeit. Und mit dieser möchte er sich nun mal unterhalten. Okay? Und das ist wichtig, einfach diese logische Argumentation, die wir durch diese Bibelstellen bekommen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist wiederum. Das heißt, Paulus stellt hier eine weitere Tatsache fest. Wenn ich Jesus als meinen Gott, als meinen Herrn akzeptiere und sage, Jesus, du bist mein Herr, ja, dann sagt das in mir der Heilige Geist. Okay, dann bin ich schon, es ist unser Zeugnis. Das heißt, ich muss noch keine Zungenrede haben. Versteht ihr? Wenn ich Jesus als meinen Herrn akzeptiere, ist es eigentlich schon das Wirken des Heiligen Geistes in mir. Viele Menschen werden jetzt sagen, ja, kann ja jeder sagen. Einer, der zum Teufel gehört, wird sowas niemals sagen. Vielleicht als Schauspiel, aber es geht hier um persönliche Einstellung, die ich jetzt habe, eine ehrliche Aussprache. Versteht ihr? Das heißt, ich kann hier aus der, sag ich mal, wie soll ich, physischen Sicht aus nicht beurteilen. Natürlich können sehr viele Menschen heute sagen, ja, Jesus ist der Herr. In innen proklamieren sie aber Satan. Es geht mir nicht darum, der aus innerem heraus, ja, das ist das, was Paulus hier beschreibt, der aus sich heraus, von der Natur aus sagt, Jesus, du bist mein Herr, ja, er kann das nur sagen durch den Heiligen Geist. Das heißt, wenn ich das wirklich sage, Jesus, ich akzeptiere dich, ich liebe dich, du bist mein Herr, dir gebe ich alles, Wirken des Heiligen Geistes. Ich kann das niemals aus mir heraus sagen. Niemals sagen, wenn ich Teufelskind bin. Versteht ihr? Das sind so diese Unterschiede, die wir hier in diesen Bibelstellen feststellen. Und ich finde, das sind krasse, gute Bibelstellen. Und dann geht es weiter und hier beginnt Paulus so ein bisschen mehr über die Gaben zu sprechen. Vers 4, 5 und 6. Und es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Das heißt, hier geht Paulus ein bisschen weiter ein und sagt, dass die Gemeinde oder die Menschen oder die Kinder Gottes eigentlich sehr vielschichtig sind. Es ist nicht wie so ein Roboter nach einem bestimmten Muster, eine Pressform zusammengepresst, so sind die. Nein, es vermischt sich mit unserer Persönlichkeit. Mit unserer, die geistliche Natur vermischt sich oder anders ausgedrückt, kann sich in unserem Leben nur durch unsere natürliche Natur, also durch den Körper, projizieren. Und das ist das, was eigentlich der geistliche Natur, die natürlich alles in sich hat, ja, alles durch denselben Geist, derselbe Herr, derselbe Gott, sehen wir, ja. Das heißt, die Fülle Gottes ist definitiv komplett vollständig bei jedem oder in jedem von uns. Aber unsere fleischlichen Vorlieben grenzen das Ganze ein. Und deswegen sind wir so unterschiedlich. Okay? Es ist aber nicht so, dass wir bestimmten Zugang verwehrt bekommen haben von Gott. Nein. Es ist bei jedem alles gleich aufgeteilt und gleich vorhanden. Wobei wir tatsächlich hier im Vers 10 jetzt gleich bestimmte Dinge betrachten werden. Einem anderen die Kraft, also wie der Heilige Geist so ein bisschen hier quasi
zuteilt oder durch, wie er durch jeden Einzelnen wirkt. Ich sage das ganz bewusst, weil ich gleich etwas noch dazu sagen werde. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gaben, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Das ist eine Bibelstelle, die wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr betrachten werden. Also erstmal stellen wir fest, dass nicht jeder alles machen muss. Du kannst dich entspannen. Du bist vollkommen, auch ohne, dass du alles machst. Aber es ist wünschenswert, und wir werden nachher noch eine andere Bibelstelle lesen, es ist wünschenswert, dass du bestimmte Dinge tust. Und das ist interessant, das ist sehr interessant. Zusätzlich zu diesem Wünschenswert gibt es noch weitere Dinge, die der Heilige Geist uns als Geschenk aufgetischt hat, die wir tatsächlich in gewisser Weise machen oder machen können. Aber das sind wirklich Dinge, die unseren Vorlieben entsprechend in uns sich aktivieren werden. Ganz deutlich und ganz klar werden, weil bestimmte Dinge aktivieren sich nicht. Also aktuell ist zum Beispiel bei mir so, was ich merke, ich kann träumen wie ein Weltmeister, morgens habe ich alles vergessen. Es gibt nur sehr selten Träume, dass ich diese mir wiederholen oder merken kann. Ganz einfach deswegen, nicht deswegen, weil ich sie nicht bekomme, nicht deswegen, dass der Heilige Geist sie mir nicht schicken würde. Nein, der Heilige Geist merkt, es hat keinen Sinn mit mir. Ich bin einfach faul, diese Träume mir aufzuschreiben, darüber zu arbeiten, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen ist das eine Gabe, die sich bei mir nicht entwickelt. Ja, es ist aber keine Garantie, dass es vielleicht in 10 Jahren genauso bleibt. Vielleicht entdecke ich da etwas Neues und werde das Ganze in mir ausbilden. Das ist einfach offen, das ist für mich vorhanden und gegeben. Okay, ich möchte einfach so ein bisschen diese Dinge so ganz klar hier erwähnen. Es tut mir leid, wenn es ein bisschen länger wird, vielleicht eine kurze Unterbrechung und dann später anmachen, aber es ist wichtig. Ja, also wir sehen hier, der Heilige Geist hat ein Portfolio und wir können darauf zugreifen, wir können damit arbeiten. Und Vers 11 sagt hier, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist. Das heißt, in dir wohnt der Heilige Geist und er wirkt genau dasselbe, was er in mir wirkt. Okay? Und hier steht aber weiter, der einem jedem das Seine zuteilt, wie er will. Vers 11, zweite Hälfte. Der einem jedem das Seine zuteilt, wie er will. Ich habe jetzt hier nicht viel markiert, aber im Urtext steht hier etwas sehr Wichtiges. Da steht nämlich nicht, wie der Geist es will, dass er so zuteilt, sondern er teilt es jedem zu, wie der will. Der bedeutet ich. Und das ist ja auch das, was ich gerade erzählt habe. Ja? Der Heilige Geist würde gerne zum Beispiel mir mehr Träume schicken in mein Leben. Mehr prophetisch durch mich wirken. Aber ich will nicht. Und das ist das Problem. Oftmals sagen wir oder wir beten sogar und sagen, Jesus, warum bin ich jetzt so benachteiligt worden von dir? Du hast wahrscheinlich den mehr lieb und den mehr lieb und der kann das und der andere kann das. Aber ich, die arme Sau, ich kann gar nichts. Was soll das denn? Wahrscheinlich liebst du die anderen mehr. Nein. Wahrscheinlich haben die anderen mehr Mut gehabt und haben an sich gearbeitet, an sich das genommen, was auf dem Tisch, so stelle ich es mir mal vor, auf dem Tisch gedeckt war. Aber wir werden ja auch, wenn wir einen gedeckten Tisch haben, reich gedeckten Tisch, ja, noch haben wir ja diese Möglichkeit, zumindest hier in Deutschland, ja, ich suche mir das aus, was mir schmeckt, nicht wahr? Und genau so machen wir das in der geistlichen Atmosphäre, ihr Lieben. Vers 28, und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt,
erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Also wir sehen hier in diesem Abschnitt schon zweimal, ja, im Vers 10 und im Vers 28, Zungenrede. Immer wieder Zungenrede. Ja, wir sehen, Paulus legt ein besonderes Gewicht. Angefangen von Jesus durch die Apostelgeschichte sehen wir immer wieder ein besonderes Gewicht auf der Zungenrede. Okay? Und wir merken auch, ja, dass wir hier diese Dinge wissen müssen, warum gerade Zungenrede. Wir kommen nachher nochmal dazu, wenn wir weitere Verse lesen. Ich möchte jetzt einen weiteren Abschnitt betrachten in Korinther, in 1. Korinther Kapitel 13. Das ist nur so ein kleiner Einschnitt in diese ganze Geschichte. Hier steht, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen rede und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Bei all diesen Dingen, die wir jetzt gerade vor uns haben und die wir behandeln, die wir besprechen, wir sehen sehr viel oder haben über Gaben gesprochen, wir sehen Zungenrede, 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 ja, und dann sagt Paulus hier etwas sehr Wichtiges. Er spricht hier den Geist Gottes oder die Natur Gottes an. Und er sagt, wenn ich die Liebe nicht habe, 1. Johannesbrief, genau dasselbe. Du kannst heute viel machen, aber wenn du die Liebe nicht hast, bist du ein Lügner. Okay? Hier genau dasselbe. Ich kann in Zungen reden, in Menschenreden Zungen, in Engelzungen reden. Ja, wenn ich das alles mache, aber ich habe die Liebe nicht, bin ich nur ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Das heißt, Paulus, bevor er jetzt weitergeht, er hat jetzt viel beschrieben, Kapitel 12, wo sich viele dann mächtig fühlen können. Jawohl, wir haben was erfasst, wir haben was verstanden, wir haben so viel bekommen. Und dann sagt er, stopp, das alles sind nur die Gaben des Heiligen Geistes. Vergiss aber nicht die Natur des Heiligen Geistes. Weil die Natur des Heiligen Geistes ist die Natur Gottes. Das bedeutet die Liebe. Und das ist für uns sehr wichtig, ihr Lieben. Ich möchte hier einfach so ein bisschen dazu erwähnen, ja, wir teilen oft sehr viel in unserem Leben. Du gehörst zu dem anderen. Wer bist du denn? Du bist derjenige und du bist derjenige, du hast diese Einstellung und Überzeugung, du die andere. Es geht nicht darum. Es geht nur darum, was wir bis jetzt erfasst haben. Oder wie viel wir mit uns arbeiten lassen. Versteht ihr? Und über all das herrscht die Liebe Gottes. Und das ist das, was extrem wichtig ist, damit das, was wir durch den Heiligen Geist bekommen, auch tatsächlich effektiv in unserem Leben anwenden dürfen. Und nun gehen wir zu Kapitel 14 in 1. Korintherbrief. Das ist eine weitere wichtige Bibelstelle. Wobei, wenn ich Korinther Kapitel 14 nehme, sieht man hier, dass ich wirklich erstmal nur 5 Verse genommen habe, aber das komplette Kapitel ist extrem wichtig und vielleicht wäre das eine Möglichkeit, nochmal eine gemeinsame Stunde über Zoom vielleicht oder in Form solches Videos nochmal genauer Vers für Vers nochmal darüber zu sprechen. Diese 5 Verse sind für die heutige Botschaft für mich wichtig, deswegen habe ich das heute erwähnt. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Was sagt hier Paulus als allererstes? Strebt nach der Liebe. Ja? Das ist das Allerwichtigste.
Das heißt, wenn ich als Christ, wenn ich als Wiedergeborener keine Liebe habe, dann ist irgendwas falsch. Dann habe ich die Liebe Jesu nicht erfahren. Dann stimmt irgendwas mit mir nicht. Wenn ich die Liebe Jesu in mir spüre, muss ich lieben, muss ich vergeben. Versteht ihr? So, und dann sagt er weiter, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Und dann das, was wir in Kapitel 12 gelesen haben, ganz viele Gaben, reich gedeckter Tisch, ja, offenbart sich vor uns. Und Paulus sagt, bemüht euch darum, greift zu, packt an, werdet aktiv. Das sind wichtige Dinge. Ja? Und als erstes sagt er hier, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Er macht hier eine sehr wichtige Betonung. Ich gehe darüber da ein bisschen später mehr drauf ein. Erstmal Vers 2. Denn wer in Zungen redet, wieder Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn, im Geist redet er Geheimnisse. Also erstmal gibt Paulus hier die Charakteristik über die Zungenrede allein. Ja, wir erinnern uns noch an die Frage, wir werden gleich in der nächsten Folie die Frage nochmal wiederholt sehen. Ja, was hilft es mir, die Zungenrede? Die Zungenrede ist ein Merkmal deiner Persönlichkeit. Das ist wichtig. Ja, es ist wichtig, dass die Zungenrede da ist, weil Gott, sein Geist mit meinem Geist sich unterhalten möchte. Aber nicht nur das. Wie gesagt, Gott liest auch unsere Gedanken. Ich muss es nicht mal aussprechen. Nur der Geist an sich hat schon die Sprache. Okay? Aber ich kann mich mit der geistlichen Welt unterhalten. Mit oder durch die Zungenrede. Und das ist viel wichtiger. Das heißt, ich kann, wir sehen sogar Satanisten, dass sie sehr viel tatsächlich, besonders in der letzten Zeit, Zungensprache praktizieren, Zungenrede praktizieren. Und warum? Der Teufel möchte sich mit seinen unterhalten. Und genau dasselbe passiert, wenn wir den freien Lauf lassen und unser Geist durch uns, durch im geistlichen Sinne bestimmte Dinge ausspricht. Die muss ich hier in diesem Moment nicht verstehen. Aber ich glaube ganz fest daran, dass wir damit Berge versetzen können. Versteht ihr? Das, was ich vielleicht durch Mangels meines Glaubens in meinem normalen Gebet nicht ausspreche, kann ich tatsächlich durch die Zungenrede aussprechen. Und das ist wichtig. Bei mir ist es so, wenn ich jetzt, sag ich mal, einen Kampf in mir habe und sage, oh Jesus, schlechte Erfahrung gehabt, funktioniert nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, fange ich an, in Zungen zu reden. Und da bin ich voll sicher, garantiert sicher, dass ich alles richtig mache, dass ich genau das Richtige mache. Mir muss es keiner beibringen, weil mein Geist ganz genau weiß, wie man richtig betet. Deswegen ist für mich die Zungenrede so extrem wichtig zu praktizieren. Okay? Und das sagt Paulus hier. Ja, er sagt hier in diesem Abschnitt, was wir eigentlich mit unserer Zungensprache oder in anderen Sprachen, in Engelsprache könnte man sagen, mit Zungenrede eigentlich bewerkstelligen, erreichen kann. Paulus sagt aber hier etwas noch weiter Wichtigeres. Vers 3, wer aber prophetisch redet, er sagt, die Zungenrede, Vers 2, erreichen nur das. Aber wer prophetisch redet, Vers 3, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Das heißt, belehren, erbauen, trösten. Das ist das, was ich machen kann, wenn ich noch zusätzlich plötzlich prophetisch aktiv werde. Und deswegen ist es extrem wichtig, heute für uns nicht nur die Frage zu stellen, hat es Sinn, Zungensprache zu beherrschen, sondern sogar viel mehr uns mit der Frage zu beschäftigen, warum kann ich noch nicht prophetisch aktiv werden? Versteht ihr? Das ist eigentlich das, wo Paulus uns hinbewegen möchte, was er eigentlich erreichen möchte. Okay? Ich muss mich prophetisch
äußern können. Also in einer ganz klaren Sprache. Und ich muss zugeben, ich bin mir fest davon überzeugt, ganz sicher davon überzeugt, dass ich sehr oft prophetisch spreche. Ja, weil ich oft von Menschen zu hören bekomme, das ist krass, ich habe gerade das gedacht und du sagst das. Oder ich habe eine Frage gehabt, die ich nicht ausgesprochen habe, du lieferst mir aber eine Antwort darauf. Aber woher soll ich das wissen? Ich habe nur das gesagt, was bei mir ich intuitiv bekommen habe. Ich kann quasi diese Gedankenflüsse fast nachmessen. Versteht ihr? Und dann mache ich nur den Mund auf und spreche das aus, was auf mich kommt. Und in diesem Moment werde ich prophetisch aktiv, ihr Lieben. Das ist wichtig für uns zu verstehen. Vers 4, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst, wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Also noch einmal ganz wichtig, Zungenrede ist für Paulus wichtig gewesen. Noch wichtiger war für ihn aber die prophetische Rede, weil er dann dadurch ganz klar noch mehr erreichen konnte. Ja, und deswegen sagt er, du sollst auch am besten prophetisch reden. Er erklärt das in Vers 5, können wir das ganz genau lesen. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Also was stellen wir hier vor? Erstmal eine Tatsache, nicht wahr? Paulus, oder zu der damaligen Zeit gab es auch Menschen, die nicht in Zungen gesprochen haben. Das ist wichtig für mich klarzustellen, ja, weil es auch Meinungen gibt, wer den Heiligen Geist hat, der hat automatisch die Zungenrede. Und wer die Zungenrede nicht hat, der hat den Heiligen Geist nicht. Quasi oder automatisch daraus resultierend, Zungenrede ist Heiliger Geist. Oder Heiliger Geist gleich Zungenrede. Stimmt nicht. Sonst würde Paulus das hier gar nicht erwähnen. Ja? Es sind nur Momente, wo Menschen ganz klar feststellen konnten, in Apostelgeschichte, wir haben das gelesen, ja, dass sofort auch Zungenrede da war. Es ist aber nicht immer so. Ja, es ist auch anders gewesen. Es gab Menschen, die nicht geredet haben. Und Paulus sagt hier, ich möchte, dass alle in Zungen reden. Er möchte, dass das zu einem Standard wird, weil er wusste, wie wichtig und wie hilfreich das ist. Und hier merkt er aber auch noch hinzu an und sagt aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Das heißt, hier ist noch eine dritte Kategorie eines Menschen, der jetzt auch auslegen kann, beziehungsweise in diesem Moment auch die Zungensprache verstehen kann. Ja, das heißt, redet und der Heilige Geist übersetzt es mir intuitiv und dann kann ich das auch übersetzen und sagen, was da gerade gesprochen ist. Alles Übungssache, alles eine Sache, mit der wir uns im Vertrauen auf Gott beschäftigen können und uns entwickeln können. Vielleicht ist es ein Thema weiter, ja. Ich weiß genau, wie das funktioniert, ja, weil ich mich damit beschäftigt habe und habe durch den Heiligen Geist auch diese Antwort bekommen. Aber anderes Thema. So, wir sehen hier, Paulus sagt, Zungenrede 1. Ich möchte, dass ihr noch mehr seid, dass ihr noch mehr könnt und zumindest prophetisch redet. Ja, das ist das, was wir eigentlich heute machen müssten. Das ist das, was Paulus heute von einem jeden, tatsächlich von jedem Christen eigentlich erwartet. Dass wir nicht nur uns die Frage stellen, hat das Sinn, muss ich oder muss ich lieber nicht? Er sagt, du bist eine Persönlichkeit. Eine geistliche Persönlichkeit. Und das zeugt von einer bestimmten Reife. Ja, dass diese geistliche Persönlichkeit auch geistliche Gaben mit sich führt.
Ja, und das sind zum Beispiel diese fünf, die Jesus hier erwähnt hat. Und eine davon ist Zungenrede. Versteht ihr? Welche dieser fünf möchte ich einfach so ein bisschen provokant? Ich möchte keinen verurteilen, das ist bei mir nicht anders. Ja, welche dieser fünf werden in deinem Leben aktiv? Versteht ihr? Weil wenn ich, sage ich mal, Menschen treffe, die Gott nicht kennen, muss ich eine dieser Eigenschaften eigentlich vorweisen, damit diese Menschen sagen, jawohl, ich sehe da Stempel Gottes. Das ist das, was für uns eigentlich wichtig ist. Ja, und deswegen sind diese Dinge einfach so klar hier von Paulus erwähnt worden. Und wir gehen zum Schluss, wir gucken uns nochmal die Fragen an, so wie ich das versprochen habe. Fragen, die wir nun jetzt besprochen haben, aber einfach jetzt, wenn ich jetzt auf diese Fragen die Antworten gebe, in Kürze, wirst du einfach verstehen können, was ich davor als diese Hintergrundgeschichte aufgebaut habe. Also dieses Fundament wird jetzt in deinem Leben plötzlich aktiviert und wirksam. Die erste Frage war hier, wenn ich heute in Zungen bete, soll es zur Erbauung für mich selber gelten? Klar. Ja, das heißt, wenn ich Zungensprache bete, nicht nur Erbauung, sondern ich kann bestimmtlich geistliche Kämpfe damit sogar gewinnen, nicht wahr? Weil ich durch die Zungenrede bestimmte Dinge aussprechen kann, die ich mangels meines Glaubens vielleicht so niemals aussprechen würde. Oder ich kann Dinge aussprechen, ja, wir haben die Bibelstelle auch gelesen in 1. Korinther, die die Welt oder die geistliche Welt, die feindliche Welt nicht verstehen kann. Das heißt, ich habe hier wiederum einen Vorteil, wenn ich die Zungensprache bete. Also nicht nur meine Erbauung, sondern ich kann selbst auf dieser Ebene schon sehr viel machen. Welchen Sinn hat es, weil man ja nicht versteht, was man gerade sagt? Amen. Muss ich auch nicht verstehen in diesem Moment. Ich habe, ist sogar vielleicht besser, dass ich es nicht verstehe. Nicht immer. Versteht ihr? Manchmal würde ich sogar vielleicht Angst bekommen, wenn ich alles verstehen würde, was mein Geist durch mich spricht. Also mein geistlicher Mensch, eigentlich der tatsächlich lebendige Mensch in mir. Versteht ihr? Der alles überdauert, der alles weiß, hier tatsächlich spricht. Er unterhält sich mit der geistlichen Welt, er unterhält sich mit Gott und ich muss es eigentlich gar nicht verstehen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, Menschen, die in Zungen beten, können meistens nicht sagen, was sie gerade gesagt haben. Als Folge von Punkt 1, ganz klar jetzt, warum? Ja, diese Menschen haben gelernt, in Zungen zu beten, aber oftmals gibt es auch Meinungen, dass Zungenrede quasi ja eigentlich das Wichtigste ist. Und wenn sie die Zungenrede bekommen haben, sind die der Meinung, dass sie alles bekommen haben. Alles andere teilt der Heilige Geist sowieso aus, so wie er gerade will und Lust und Laune hat. Und wenn ich das nicht habe, dann muss ich es auch nicht haben und deswegen habe ich es auch nicht. Und Amen, so sei es. Versteht ihr? Das sind einfach kleine Details, kleine Fehler, die wir zulassen, weil wir diese Bibelstellen nicht bis zum Schluss behandelt und verstanden haben. Punkt Nummer drei. Gott könnte doch direkt mit dem Heiligen Geist reden. Er bräuchte mich dazu nicht als Medium oder Filter. Ja, könnte man sagen. Physisch gesehen kann ich schon mit meiner Frau mich unterhalten, ohne dass ich ein Wort gesprochen habe. Sie guckt einfach meine Augen und springt auf. Ich muss oft echt lachen. Ich habe schon manchmal Angst, nach irgendwas auf dem Tisch zum Beispiel zu suchen. Sie liest einfach den Augen ab. Ja, das heißt, ich versuche selber aufzuspringen, um ihr nicht die Arbeit zu machen. Aber bevor ich es gemerkt habe oder realisiert habe, dass ich irgendwas suche, hat sie schon realisiert, dass ich es suche. Okay, das ist ein super Beispiel. Das heißt, Gott kann tatsächlich vieles auch so in meinem Leben erkennen. Er weiß alles, er ist allwissend. Aber er möchte sich mit dir unterhalten, nicht wahr? Und deswegen möchte er, dass du etwas praktizierst. Deswegen ist es wichtig, dass wir in Zungen sprechen.
Okay, Punkt Nummer 4. Wenn du in Zungen betest, ist das immer dasselbe Wort? Ich denke mal, das ist eine Frage, die ich jetzt hier sehr persönlich für mich nehme, erstmal. Wobei ich tatsächlich in sehr vielen Art und Weisen natürlich antworten kann. Bei mir ist es definitiv nicht so. Aber es ist auch hier tatsächlich eine Erfahrungssache oder eine Praxissache. Wenn einem Kind ausreicht zu sagen, ich möchte essen, ich möchte schlafen, ich möchte spazieren, dann reicht's aus. Wenn er im Leben nichts mehr braucht, ja, dann soll es wohl ausreichen. Das heißt, dann spricht diese Person wahrscheinlich nur diese paar Wörter. Sind ja keine langen Sätze an sich. Aber mir reicht es nicht aus. Und ich praktiziere mich, ich bete in Zungensprachen. Und es gibt, also wenn ich intensiv spreche, dann gibt es Momente, wo ich tatsächlich sagen kann, ich kann da ein ganzes Buch schreiben. Es ist sehr faszinierend. Es ist interessant, sich selbst zuzuhören, zu entdecken, was man da gerade eigentlich sagt. Und durch die Zungensprache bekomme ich oft Offenbarungen, die ich nachher realisiere. Das heißt, hier kommt wieder die nächste Gabe, dass ich das quasi übersetze und in mir aufnehme. Versteht ihr? So, das sind so Dinge, die hier sich rauskristallisieren. Das heißt, klar, ich kann quasi kindlich bleiben oder ich kann mich entwickeln. Ja, die meisten Betenden, die ich beobachtet habe, sprechen maximal einen halben Satz aus. Dieser wiederholt sich dann immer und immer wieder. Bei manchen ist es wiederum nur ein Wort. So hört es sich zumindest an. Ist dieser Wortschatz tatsächlich so begrenzt oder geht es hierbei nur um die Gefühlsebene? Ich denke, die Beobachtung ist vollkommen richtig, leider. Leider vollkommen richtig. Tatsächlich, es gibt sehr viele Menschen, die leider tatsächlich nicht mehr machen als das, was hier gerade in dieser Frage beschrieben worden ist. Es sollte aber nicht der Zustand bleiben oder nicht der Zustand sein. Es ist sogar kein gesunder Zustand, wenn es nur so ist, weil Gott viel mehr durch uns erreichen möchte. Er möchte viel mehr in uns aktiv sein. Er möchte, dass wir aktiv sind. Und deswegen, wenn man bei uns sowas beobachtet, dann zeugt es eigentlich nichts anderes, als dass wir noch geistlich total kleine, unentwickelte, arme Menschen sind. Und das ist kein guter Zustand. Deswegen auch dafür einfach diese klare Antwort: Nein, kein normaler Zustand, aber es sollte nicht etwas sein, was uns zum Stein des Anstoßes wird, zu sagen, okay, dann brauche ich die Zungensprache gar nicht zu haben. Nein, das ist eine Brücke oder ein Grundstein für sehr viele geistliche Erfahrungen, die wir im Leben haben können. Und Punkt Nummer 5, wenn du nicht verstehst, was du gerade sagst, woher weißt du, welche Quelle du gerade angezapft hast? Ich habe das jetzt, glaube ich, schon zweimal auch so ein bisschen nebenher erwähnt, ja. Paulus sagt ganz klar, dass wenn ich im Heiligen Geist, wenn ich sein Kind bin, gibt es in mir nur die eine Quelle, diese Persönlichkeit. Die andere Quelle kann zu mir sprechen. Das heißt, der Teufel kann natürlich durch den Geist auf mich wirken und ich kann ihn tatsächlich auch verstehen, mir seinen Gedanken anhören, lieb gewinnen und sogar aussprechen. Okay? Das ist wichtig zu verstehen. Das kann ich alles. Aber was kann ich nicht? Ich kann nicht seine Sprache sprechen, weil ich versiegelt bin durch den Heiligen Geist. Und deswegen sage ich, aber Vater. Okay? Und das ist so wichtig. Das sollte uns heute Mut geben, sich in diesen Dingen weiter zu entwickeln. Wenn wir das alles verstehen und verstanden haben, dann hilft uns das Ganze enorm
weiter. Ich hoffe, dass ich heute, auch wenn ich ein bisschen mehr leider Zeit eingenommen habe, dennoch auch dir damit dienen konnte und helfen konnte. Und dennoch jetzt nochmal zum Schluss, wenn du weiter Fragen hast, Vorschläge, Argumente hast, noch weitere Erfahrung hast, die mir auch weiterhelfen, bin ich sehr glücklich darüber, egal in welcher Form auch mit dir zu kommunizieren, sei es jetzt E-Mail, sei es telefonischer Kontakt, Kontaktdaten von mir sind überall preisgegeben. Du kannst gerne auch dich unserer Telegram-Gruppe anschließen, Telegram-Gruppe deswegen, weil sie komfortabel ist für diese ganze Administration und da unterhalten wir uns, da stellen wir ganz offen diese Fragen, diskutieren, jeder hat da freie Meinungsmöglichkeit und auf diese Art und Weise können wir zusammen und gemeinsam weiter wachsen. Ich wünsche dir, dass du weiterhin durch das Wort Gottes gesegnet wirst, gesegnet bleibst, wünsche dir eine angenehme neue Woche und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wenn es dir gefallen hat, wenn du das für wichtig findest, was du gerade jetzt gehört hast, teile bitte diese Botschaft weiter, kommentiere es, stelle ein Like darauf. Das fördert auch, dass dieses Video weiter sichtbar wird auf YouTube. Ja, das ist sehr wichtig, ist auch ein Teil des Gottesdienstes, wie du auch aktiv werden kannst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.